Moin, herzlich willkommen bei Ricks Modellbau, der Käfer Ausgabe 91. Ja, wir haben dann nur noch 9 Ausgaben, bis das Modell fertig ist. Wir bekommen die Fußmatten und das vordere Kennzeichen. So. Dann wollen wir uns erstmal die Teile angucken, indem wir hier wieder den Na, wo ist er, der patentierte Teilebefreier? Hier, da liegt er. Mit chirurgischer Präzision. So. Dann wollen wir mal gucken. Das sind also die Plastikgummimatten. Ich habe aber so einen schönen Teppich drin. Hier haben wir wahlweise dieses oder jenes Kennzeichen. Da habe ich aber von dem Andreas das bekommen, was ich dann da anbringen werde. Aber das mache ich ganz am Schluss, wenn ich denn dann da mal fertig bin. Ja, als erstes, wir nehmen uns zwei AP-Schröpfle. Und befestigen das Kennzeichen. Und zwar mache ich jetzt mal hier das VW, das Standard. Das wird hier dran befestigt. Gut. Jetzt müssen wir hier die etwas säubern, weil da kommt nämlich jetzt zwar jeweils auf die Innenseite, beziehungsweise es wird einmal so. Direkt rum wird oder nicht. Gut, wenn wir das Klebeband da angebracht haben, holen wir einmal die schöne Karosserie. Ich mal gucken, dass ich euch so ein bisschen verschieben kann, dass ihr das mit ansehen könnt. Also ich finde es ein bisschen mager, dass das hier nur geklebt werden soll. Ich muss mir dann noch mal raussuchen. Ich werde dann da wohl mal mindestens eine Schraube
ich sogar zwei Schrauben reindrehen, damit es einfach ein bisschen besser hält. Gut. Die Haube lasse ich mal offen stehen, weil die klappt ja sonst immer wieder auf. Ein bisschen eng hier alles. So, wie sagen die? Ja, Man soll diesen Teppich hier irgendwie da so unten hier da so rein. Dann kann man den dann da irgendwie da so, irgendwie da so wohl oder so. Auf der Seite ist es ein bisschen schwieriger, weil wir haben das nämlich dann hier so ein bisschen eingeschnitten. Es kommt dann hier irgendwie so unter diesen Teppich, unter das. Das ist sozusagen einfach so wie so eine Gummimatte. Tja. Ja, komm. Ach so. Das ist, wenn der vorgeklappt ist, dann geht die Tür nicht zu, weil es dann hier an diesem Griff hängt. So geht's zu. Hier geht's noch, ja, geht gerade noch so, aber wenn man den Sitz etwas nach vorne schiebt, dann geht's nicht mehr. Fangen wir mal hinten an. Ob ich das dann drin lass, weiß ich noch nicht. Ich mache es jetzt erstmal rein, weil es gehört jetzt hier zu dieser Baufolge. Gut. Ups. Ah, diese Pedale, Räder oben. So, habe keine Batterien drin, weil ich wollte nämlich jetzt mal gucken,
komme ich gerade gut an das Bremspedal ran. Ob das denn jetzt leuchtet oder nicht. Oder ist da überhaupt gar kein? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine doch. Aber irgendwie. Irgendwie will er nicht. Aber das Licht geht. Innenbeleuchtung geht übrigens nicht, weil die LED kaputt ist. Und da ich das aber alles jetzt schon so zugebaut habe, ja, dumm gelaufen, ist nicht schlimm. Es ist ja für mich und mir reicht das so. Gut, gut, gut. Dann haben wir jetzt in dieser Ausgabe die Stoßstange angebracht. Klapp, Stoßstange dran, Klappe zu, Bauphase fertig. Ja, mehr ist jetzt nicht. Und nächstes Mal kriegen wir den ersten Teil von den hinteren Stoßstangen. Wie gesagt, ich werde die Export-Variante nicht verbauen. Mir gefällt sie nicht so ganz. Also, sie sieht nicht schlecht aus, aber ich will dann doch lieber das Fahrzeug so haben, wie ich es kenne. Also, ich habe zwar nicht so einen alten Käfer gehabt, ich hätte ein etwas neueres Baujahr gehabt, ja, Baujahr 66. Und ja, der hatte halt keine Exportstoßstange. Und deshalb, ja, aber das kann ja zum Glück jeder so machen, wie er es gerne möchte. Alles ist erlaubt, was Spaß macht, was einem gefällt. Gut. Ich sag, mir hat es Spaß gemacht, jetzt hier wieder ein bisschen was zu bauen. Ich versuche dann nochmal irgendwie Schrauben rein zu friemeln, dass die Stoßstange halt auch wirklich gut hält. Nicht nur mit dem Klebeband, weil das ist ja immer ein bisschen tricky. Und ja, und bis dahin sage ich halt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Rick.